zwischen dem ERC Waldkaiber und dem TIV Miesbach. Vor 616 Zuschauern ein 0:5 Sieg für unsere Gäste aus Miesbach. Ich begrüße ganz herzlich den Gästetrainer Peter Katter, herzlich willkommen. Und den Heimtrainer natürlich Alex Priskunov, herzlich willkommen. Aber natürlich die ersten Worte erst für unsere Gäste. Wie haben Sie das Spiel heute gesehen? Ich sage erstmal, das erste Drittel war eigentlich auch von der Waldkraiburger Seite gut. Die haben zwei Chancen gehabt, die wo wir an der Torlinie noch gerettet haben. Unser Torwart konnte die Spur ja gleich anders ausschauen. Aber dann sind wir doch stärker geworden und bei Waldkraiburg hat vielleicht auch ein bisschen die Luft ausgegangen, das weiß ich nicht. Aber wir sind dann jetzt auch gerade in einer guten Form und haben das dann doch souverän runtergespielt, den 15. Auswärtssieg. Danke. Vielen herzlichen Dank. Alex, wie hast du das Spiel gesehen? Also erstmal sehr oft beieinander. Ja, das Füßenspiel kann man gleich sehen, das hat uns mit viel Kraft gekostet. Also wir waren im Füßen 4-1 hinten, dann hat die Mannschaft wirklich Moral bewiesen und Charakter. Da haben wir zurückgekämpft und also von unserer Seite, also verdient 7-5 geworden, war es heute gleich gesehen nach dem ersten Drittel. Hat einfach das Füßenspiel viel Kraft gekostet. Mit so einem Junikader natürlich, mit 5 Verteidiger zu spielen, es ist nicht einfach. Und die Miesbach, die Mannschaft ist kompakt, die steht gut hinten und es hat uns sehr, sehr schwer getan. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt keine Ausrede suchen oder jammern. Wir müssen einfach Kopf hoch, weiterarbeiten, weiter hart trainieren und die nächste Woche für die nächsten zwei Spiele uns vorbereiten. Danke. Vielen herzlichen Dank. Gibt es noch eine kleine Nachfrage, Alex, wenn es gestattet ist. Wie viel ist es das wert, dass die Vorstandschaft eine allgemeine Erklärung gemacht hat, so schaut es aus mit dem Verein, so geht es weiter. Ist es jetzt für die Mannschaft leichter und auch für die Trainer leichter zu koordinieren, weil jetzt einfach Sicherheit da ist? Ich glaube, das ist allgemein das Leichte. Ja. Das ist für die Mannschaft, für uns ist natürlich auch die für Fans, die alle wissen jetzt Bescheid, um was es geht. Dass es die Mannschaft auch alles versucht. Und es ist jetzt momentan solche Situation, wo wir auch die viele Spiele uns verlassen haben. Und der heute ein wichtiger Spieler, so wie Rimbo, der hat das Wochenende nie gespielt. Es ist schwer. Aber wie gesagt, wir müssen keine Ausrede suchen. Die Jungs, die da sind, die versuchen immer alles geben. Und dass bei denen ab und zu oder jetzt zum Schluss die Luft ausgeht, das ist auch nachvollziehbar. Ja. Aber wie gesagt, das ist gut ab, Respekt von der Vorstandschaft, dass die das alles öffentlich das gesagt haben. Und jetzt wissen alle Bescheid und wir müssen jetzt nur auf unsere Arbeit konzentrieren und versuchen das auf Eis das Beste zu rausbringen. Herr Katter, ich an Ihnen auch noch eine Frage. Die Verzahnungsrunde in diesem Jahr mit 10 Mannschaften, würden Sie sagen, wie es andere Trainer auch sagen, ist schon ein Brocken? Ja, es ist wirklich ein super Niveau. Wir sind froh, dass wir dabei sein dürfen, dass wir jetzt also einen guten Start hingelegt haben. Es ist wirklich einfach ein hochklassiges Eishockey gewesen, jetzt die Spiele, wo wir gehabt haben. Heute vielleicht jetzt nicht so, werden sich die Fans denken, aber es ist wirklich schwer, wenn man sieht, dass Waldkraiburg in Füssen gewinnt. Also das ist, es wird wirklich eine harte Nuss und ich glaube, es ist eine spannende Verzahnungsrunde. Vielen Dank. Dann glaube ich, ist für dieses Spiel alles gesagt. Ich möchte nur persönlich was sagen, einen riesen Respekt vor unsere Fans, die haben heute wirklich 60 Minuten alles gegeben, dafür Dankeschön. Macht's bitte in den nächsten Spielen so weiter, da kommen auch wieder bessere Zeiten. Vielen herzlichen Dank, das soll es gewesen sein. Dankeschön, Herr Katter, dann gut nach Hause und wir machen weiter und kriegen das hin. Dankeschön, bis zum nächsten Mal, Servus.